Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes hat einen Bau bewilligt. Beginnen wollen wir aber mit der noch größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort hier: Volksabstimmungen. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung mit aufzunehmen. Es ist in der Bayerischen Verfassung vorgesehen, dass auch das Volk über Abstimmungen mitwirkt an der Willensbildung. Und das wollen wir stärken. Wir wollen nicht nur unverbindliche Befragungen, sondern wir wollen, dass, wenn man das Volk zu Rate zieht, dass dann die Entscheidungen auch verbindlich sind. Es ist eine ganz klare Vorgabe unseres Ministerpräsidenten, der Wunsch, hier ein Instrument zu installieren für die Volksentscheide. Und ich finde, dieser Antrag kommt erstens viel zu früh, ist viel zu wenig durchdacht, weil Volksentscheide tatsächlich immer wieder, man hat es ja in der Vergangenheit gesehen, immer wieder auch zu großen Debatten führen. Man darf es einfach nicht unterschätzen, aber es ist auch für die Zukunft gesehen eine große Gratwanderung. Wie geht man tatsächlich damit um? Man muss das sehr gut abwägen, um dann ein perfektes Konzept vorlegen zu können. Und da arbeitet die CSU natürlich dran. Aber man könnte vor allem die Beteiligung stärken, indem man Gemeinderatssitzungen hauptsächlich öffentlich macht und die nicht öffentlichen Teile auf einen ganz geringen Teil beschränkt. Da würde mich also quasi auf der untersten Stufe, da geht es ja schon mal an, dass man den Bürgern ermöglicht, überhaupt teilzunehmen an der politischen Arbeit. Sind denn Volksabstimmungen ein geeignetes Instrument, um die Bürgerbeteiligung in Bayern zu stärken? Ich meine auf alle Fälle ja. Die Volksbegehren und Volksentscheide, die uns die Bayerische Verfassung vorgibt, haben sich bewährt. Wir haben viele Themen vorwärts gebracht, wo der Bürgerwille noch stärker zum Ausdruck gekommen ist, als das durch das Parlament jemals hätte passieren können. Wir finden den Gesetzentwurf von den Freien Wählern in einigen Punkten sehr gut, also dass zum Beispiel die Initiative von unten kommen kann, dass Bürgerinnen und Bürger selber eine Volksabstimmung initiieren können. Aber ein paar Punkte finden wir auch noch nicht so gut und kritisieren bzw. müssen in dem weiteren Gesetzgebungsverfahren auch noch weiter damit den Freien Wählern verhandeln und diskutieren. Und ich greife jetzt einfach mal eine Sache raus. Die Freien Wähler fordern, dass 100.000 Menschen etwas unterschreiben müssen, damit es zu einer Volksabstimmung kommt. Und das ist eine viel zu hohe Hürde. Das ist ja wirklich dann irgendwie eine Hürde auf dem Papier. 100.000 Menschen für so eine Unterschrift zu bekommen, ist viel zu groß. Grundsätzlich sind Volksbefragungen etwas ganz Positives. Jede Wahl ist ja auch eine Volksbefragung. Und wir haben ja in Bayern ohnehin die Möglichkeit, sehr viele Volksentscheide zu veranstalten. Wenn die Bürgerinnen und Bürger das initiieren, ist das, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit. Das Ganze kann man überlegen, in welcher Form man das noch ausbauen möchte. Man soll ja nichts überstürzen. Der jüngste Entscheid des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs erlaubt den Bau einer dritten Startbahn. Dies sorgt natürlich für Diskussionsstoff in Oberbayern. Hat hier das Bürgervotum überhaupt noch Bestand? Ja, das wird ja versucht, dagegen in Revision zu gehen. Ja, es ist spannend, wie das ausgeht. Ich meine, die Fronten sind ja ziemlich verhärtet. Es sind ja alle Klagen abgewiesen worden. Es war sehr enttäuschend für die Startbahngegner und für die Bürger vor Ort. Es wird auch zu überlegen sein, wie das ausgeht nach der Kommunalwahl. Je nachdem, wie München dann regiert wird, ist natürlich auch nochmal spannend, wie das dann wird. Aber natürlich, wir Grüne sind grundsätzlich gegen die dritte Startbahn und vor allem hinsichtlich dessen, dass wir unsere Mobilität sowieso verändern müssen. Und ich glaube, eine dritte Startbahn ist da nicht zielführend. Ja, natürlich sind die Möglichkeiten vorhanden, wobei sich das ja eigentlich nach den ganzen Ausführungen, die vor Gericht erfolgt sind, schon abgezeichnet hat. Ich denke aber, entscheiden wird letztlich die Politik, wenn alle Rechtswege ausgeschöpft sind. Und dann wollen wir mal sehen, was im Einzelnen an Maßnahmen erfolgt. Am wichtigsten, noch wichtiger als die dritte Startbahn an sich, lasse ich mir von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sagen, sind die Verbesserungen, die im Verkehr, in der Verkehrserschließung in den Landkreisen Erding und Freising angefordert werden.
Wir Münchner Grüne haben ja zusammen mit den anderen Bündnispartnerinnen und Partnern diesen Bürgerentscheid in München durchgeführt, der ja auch klar ausgedrückt hat, dass die Bevölkerung keine dritte Startbahn möchte. Und jetzt gab es ja eben diesen Gerichtsentscheid, dass prinzipiell gebaut werden könnte. Aber bindend ist ja immer noch das Votum der Bürgerinnen und Bürger. Und solange die Stadt München weiterhin Nein zur dritten Startbahn sagt, kann auch die dritte Startbahn nicht gebaut werden. Na gut, es ist ja so, dass wahrscheinlich auch weitere Klagen kommen werden, höchstrichterliche Entscheidungen noch ausstehen. Und wir haben ja zugesagt, dass wir erst dann, wenn höchstrichterlich geklärt ist, wie das ganze Verfahren zu bewerten ist, letztlich überhaupt entschieden wird. Und hier ist es natürlich ähnlich, sollte sich einen Weg überlegen, wie man auch möglichst verträglich mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt. Ich weiß nicht, wie man das zum Schluss dann organisiert. Jetzt warten wir mal ab, wie die Dinge sich entwickeln, was höchstrichterlich entschieden wird. Es ist ja hier nicht so, dass es hier um ein halbes Jahr hin oder her geht oder ein Jahr hin oder her geht. Ich denke, mit aller Sorgfalt Schritt für Schritt das Ganze zu machen, ist das Beste. Sorgt für hohe Transparenz und zum Schluss hoffentlich auch für Akzeptanz. Es gibt ein Gerichtsurteil, das verschiedene Klagen abgewiesen hat, aber sonst ist die Rechtslage die gleiche geblieben und auch die politische Lage. Wir haben ein Bürgerbegehren in München erstritten, wo sich die Menschen mit Mehrheit gegen die dritte Startbahn ausgesprochen haben und alle politischen entscheidenden Parteien in München haben sich dafür ausgesprochen, sich an dieses Votum zu halten. Und ich gehe davon aus, dass das auch in der Zukunft so ist und fordere den Ministerpräsidenten auf, sich hier an diese Münchner Entscheidung auch zu halten. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren, Volksentscheid, kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der Bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagertem Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist, dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren, Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen und wir möchten das eben
Also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren, Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht, also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht, entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sind wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne das Volk. Befürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihrer Souveränität als Volksvertreter? Nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung, das heißt Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle, also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat. Und zwar verbindliche Kompetenzen, wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.